So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Travelers. Das letzte Mal haben wir den Wald fast vollständig abgeschlossen. Der Boss-Level bleibt noch übrig. Arachnophobia heißt er. Gucken wir mal, wie lange wir daran sitzen werden. Oh, Terranigma-Musik! Man muss sie einfach lieben. Liebt Terranigma-Musik. Wenn ihr Terranigma-Musik nicht liebt, liebt mich euch nicht. So. Be on the lookout, Mario. Who knows what might be lurking in this tree? Hopefully there's no giant insect-like creature like on Hyvatia. Those are the absolute worst. Oh, it's just another spider. I've seen worse than that. What? No, that particle came out of nowhere and is possessing the spider. Oh nein. Wer hätte das nur erwartet? Wow, you gotta be kidding me. It made the spider bigger just like the beetle we fought. Mario, let's defeat it and stop those purple particles once and for all. Okay. Natürlich geht das erstmal wieder nicht. Irgendwas muss er bestimmt machen. Wait, ist das der... Nee. Welcher Boss ist das? Was ist das? Jetzt kommt irgendwas runter. Ja, aber die nützt mir ja auch nichts. Die kann ich ja auch nicht werfen. Tschüss. Da bleibt jetzt ein Block irgendwann übrig. Nein. Ah, jetzt! Ah, okay. Verstanden. Das ist ganz schön lange. Hüpft ein bisschen rum. Ah, den Boss habe ich so auch noch nicht gesehen. Kenn ich gar nicht. Okay, jetzt kommt hier das Zeug. Wahrscheinlich dann dreimal die ganze Runde machen. Jetzt fällt er wieder runter. Ah ne, jetzt fällt erstmal das Zeug runter. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Und dann, zack. Hör, zweimal nur? Ach ne, ach ja, er hat ja immer, genau, die waren ja immer krasser nach einer Phase. Jetzt ist er schneller. Okay. Und kann ein bisschen mehr... Okay, so, jetzt kommt wieder Zeug runter. Und dann muss ich das wahrscheinlich auch zweimal machen. Und da ist das Viech. Okay, so, einmal noch wahrscheinlich. Sollten wir doch hinkriegen, wir haben zwei Hits noch. Das sollte passen. Ich meine, ich habe die... Ja, wenn ich jetzt hier nicht alles verliere, dann sollte das funktionieren. Jetzt weiche ich dem Zeug nochmal aus. Lass mich nicht treffen und dann passt die Geschichte. Gut. Und tschüss. That's it. Phew, another one down. We really need to take care of those particle things. They are a real threat for us and others. Come on, Mario, let's destroy them all and find a way to get to Hyvatia. Aber schöne Bosskämpfe bisher. Das kannte ich so auch noch nicht. Oh. Oh. Habe ich die Exits wieder nicht richtig zählen können? Was erzählt er denn hier so ein bisschen? Thank you for playing the final demo of Super Mario Traveler. Special thanks to Washman for coding the Spike Top and Spike... Das sind Custom-Bosse. Siehst du, Washman hat die gebaut. Have a good new decade. Das erklärt einiges. Dann haben wir jetzt zumindest noch eine Sache, die wir tun können. Nämlich den Secret Exit in dem Strandlevel finden. Aber ich glaube, der wird nicht wichtig sein. Der wird einfach da hochführen. Ah, das ist jetzt... Ah, jetzt starten wir schon hier. Ich gehe mal davon aus, dass es im zweiten Teil ist. Ah, das ist jetzt schon... Ein bisschen ungünstig, was mein Part angeht, weil jetzt ist der Part recht kurz. Wie stopfe ich jetzt den Part noch voll mit Content, der nicht repetitiv und konstruiert ist? Oder packe ich die letzten beiden Parts einfach zusammen? Ich habe nicht gedacht, dass da schon aus ist. Ich habe irgendwie mit drei Level-Dings gerechnet. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, gedanklich. Wahrscheinlich einfach alles. So, da waren wir schon mal drin. Da war nichts, das weiß ich noch. Da geht's zwar hoch, aber es nützt mir auch nichts. Da unten zeigt es auch nicht irgendwie so an, als ob man da durch könnte. So. Hier geht's auch nicht irgendwo hin. Da unten ist nochmal Wasser, in das ich rein kann. Aber auch da zeigt es sich nicht, dass ich da irgendwo weiter könnte.
Blume. Das ist auch nichts, da ist auch nichts. So, hier geht es ein bisschen tiefer, aber da ist auch nichts. Ha. Mysteriös. Das Ding, da kann es eigentlich auch nicht sein, weil das ist blau. Und es ist eh nichts in der Nähe, um das zu besiegen. So, und hier drüben war einfach nur ein Orb. Mehr war da nicht. Jo. Hier geht's nochmal ins Wasser. Aber da ist halt auch nichts weiter. Die kommen... Achso, ja, die kommen da raus, weil ich den besiegen muss. Das ist klar. Tschüss. Komm ich da nochmal hoch? Oh, ich komme da gar nicht mehr hoch. Na, jetzt, okay, dann gehe ich da halt nicht mehr hoch. Aber ist hier nicht anscheinend... Ja. Da ist halt schon das Ziel... Oder geht's hier noch weiter? Nee. Dann ist vielleicht doch im ersten Abschnitt der Secret. Nee, hier ist jedenfalls nicht. Verdammt, wo ist der Secret? Ich habe halt gedacht, im Wasser irgendwo, dass man da irgendwo unten durch kann, aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Aber hier kann ich auf jeden Fall nicht nach oben in die Screens. Also sowas brauche ich gar nicht ausprobieren. Na, hier ist auch eigentlich nichts, dass ich da irgendwo unten durch könnte. Hier geht's auch nicht hoch. Huch. Na, da unten... Ist auch nix. Das war blöd. Hier so hoch ist aber auch nix. Was soll da auch sein? Also. Das ist meine Verzweiflung, die da ist. Hier kann ich auch nicht hochklettern oder irgendwas. Hier die Münzen sind so ein bisschen. Aber die sind einfach nur für den Fisch. So, hier ist überall nix. Ich habe halt nach wie vor die Befürchtung, es könnte auch sein, dass es einfach ein roter Level ist, weil es, wie gesagt, dahin führt zu dem anderen Ding. So, wir gehen jetzt nochmal in diese Röhre da rein. Aber da war ja eigentlich nur der Orb drin, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Dann war da eigentlich nur der Orb drin. Und sonst nix. Ach, hier. Ich meine, der... Oh, wait, der eine Orb ist da durch. Das war der Hinweis. Das war damals kein Fehler, dass der Orb da durch ist. Das ist der Hinweis, dass hier was. Oh, ich hab's verstanden. Damit schließt sich sogar der Kreis mit diesem Orb. Orb, mit diesem Fischding. Oh. Voll gut. Da denkt man, das ist ein Fehler und dann ist das ein Hinweis. Stevie macht einfach keine Fehler. Alles, was man sieht, ist gewollt. Ja, und jetzt landen wir da oben. Okay. Jetzt haben wir aber wirklich alles gemacht, ne? Bis auf halt ein paar Orbs. Ein paar Orbs haben wir liegen lassen. Da kümmere ich mich dann in der Vollversion drum. Aber hier brauchen wir es jetzt halt einfach echt nicht. Da müssen wir eh nochmal alles spielen, wenn die Vollversion rauskommt. Von daher... Was willst du machen, ne? Ja, schön. Jetzt haben wir 10 Minuten. Ich könnte jetzt einfach rumlaufen und nichts machen. Aber machen wir halt einfach mal einen kurzen Part. Was soll's? Ich meine, warum... Warum muss man denn so, ne? Ich meine, es gibt doch nicht jetzt irgendwie so einen Anspruch, keine Ahnung. Der Part muss länger als 10 Minuten sein, der Part muss 20 Minuten, keine Ahnung. Ist halt mal ein kurzer Part heute. Ihr werdet es verkraften, es tut mir leid. Ja. Wir können ja kurz gucken, mit welchem Hack es weitergeht. Machen wir eine kleine Preview. Machen wir nicht, weil ich sie noch nicht... Oder habe ich doch... Den einen habe ich schon. Nee, habe ich noch nicht, oder? Nee, habe ich noch nicht. Egal.
Wir finden raus mit, Moment, was es weitergeht. Ich laber mich jetzt hier nicht, laber mir jetzt hier keinen ab. Ich bedanke mich bei Stevie fürs Erstellen der Demo. Sehr schön. Ich freue mich auf die Vollversion. Und das war's mit Super Mario Travelers. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.